Also die Herausforderung bei diesen drei neuen Trinkwasserbrunnen war sozusagen gestaltungsmäßig das Ganze sehr schlicht und zurückhaltend zu gestalten, um es überall sozusagen im Stadtgebiet einsetzen zu können. Die Kuben sind eigentlich sozusagen eine Konzeption, die was als konsumfreie Zone für die Salzburger, für die Besucher Salzburgs gedacht sind, um dort frisches Salzburger Trinkwasser zu erhalten. Und von der Gestaltungsseite ist das Ganze eigentlich auf drei wesentliche Teile sozusagen reduziert. Das ist zum einen der Lichtdiodensensor, zum zweiten der entsprechende Wasserspender, die Düse sozusagen, und das dritte ist der zentrale Ablauf vom elliptischen Becken. Das Ganze mit der Sensortechnik funktioniert im Großen und Ganzen mit einem mehr oder weniger Handstreich zwischen 10 und 30 cm. Wenn man über diesen Sensorbereich drüber streicht, setzt sich automatisch diese parabelförmige Trinkwasserdüse in Bewegung, ohne sozusagen da irgendwo einen Knopf zu drücken, eine Armatur oder sonst was zu bewegen, und stellt sich im Großen und Ganzen nach einer Nachlaufzeit von ca. 20 Sekunden wieder ab. Hat den riesen Vorteil, dass der Wasserverbrauch nur dann erfolgt oder die Wasserspende nur dann erfolgt, wenn man sie benötigt. Und das hat zur Ursache, dass das eine sehr sparsame Lösung für diese Trinkwasserbrunnen für uns darstellt. Das heißt, wir haben einen sehr, sehr geringen Wasserverbrauch. Das Wasser steht sozusagen jederzeit zur Verfügung, aber es wird nur dann gespendet, wenn es auch benötigt wird.